Jetzt beginnt der Ernst des Lebens. Vielleicht kennst du genau diesen Satz aus deiner eigenen Schulzeit. Denn in der Regel ist es so, wenn wir in die Schule kommen, wird uns suggeriert, jetzt passiert etwas ganz Großes, etwas Ernstes, wo man sich konzentrieren muss. Das führt aber dazu, dass wir unsere Lockerheit verlieren, unsere Neugierde, unsere Begeisterungsfähigkeit, weil wir müssen uns ja konzentrieren und es muss ganz ernst sein. Und genau das hindert uns manchmal, mit Problemen und Herausforderungen kompetenter und einfacher umzugehen. Und dafür habe ich dir so ein paar Beispiele mitgebracht, wie du mit deinen eigenen Emotionen lockerer umgehen kannst, wie du ein anderes Verhalten zeigen kannst. Und als erstes würde ich dir gerne ein Beispiel erzählen aus meiner eigenen Familie, nämlich als meine Kinder 4 und 8 Jahre alt waren, saßen die hinten bei mir im Auto. Und was machen Kinder morgens im Auto, wenn man sie in die Kita bringt und in die Schule bringt? Sie streiten. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn Kinder streiten. Ich habe als Erwachsene den Eindruck gehabt, ich muss mich jetzt kümmern, sagen, hört jetzt auf zu streiten. Lasst das. Gib der Anna das zurück. Also Anna heißt meine Tochter. Und was passierte dann, wenn ich sowas gesagt hätte? Die hätten immer mehr gestritten. Dann hätte mein Sohn gesagt, ja, aber sie hat angefangen. Nein, er hat angefangen. Und wir würden die ganze Zeit so weitermachen. Und auf allen Seminaren, wo ich war, hat man mir immer gesagt, Simone, du bist Besitzer deiner Gefühle. Du kannst etwas anderes machen. Du musst jetzt gar nicht schimpfen, meckern, das, was du immer machst. Und dann stand ich an dieser roten Ampel, hörte, wie meine Kinder streiten und habe gedacht, Mensch, was könnte ich denn jetzt anders machen? Was könnte ich anders machen, außer das, was ich immer mache? Und dann habe ich mein Fenster runtergekurbelt, habe so gemacht, habe das Fenster ganz schnell wieder hochgekurbelt und mich so hingesetzt. Und von der Rückbank kam, Mama, alles in Ordnung? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gemerkt, wie die Wut kam, weil ihr gestritten habt und ich wollte jetzt nicht wütend sein. Und jetzt habe ich die Wut aus dem Fenster geschmissen und ich musste das Fenster so schnell hochkurbeln, damit die Wut nicht zurückkommt. Und meine Kinder haben darüber gelacht und sie haben gesagt, Mensch, was kann man noch mit Wut machen? Man kann die in den Mülleimer schmeißen, man kann die Toilette runterspülen und hatten ganz, ganz viele Ideen, wie man mit seinen Gefühlen noch umgehen kann. Und das Schöne war, sie haben überhaupt nicht mehr gestritten. Und im Alltag gibt es so viele kleine Momente, wo wir uns selbst viel zu ernst nehmen, wo wir über ein anderes Verhalten einfach mal ein Liedchen antrellern oder einen Witz erzählen oder eine Grimasse schneiden oder vielleicht mal ein Glas Wasser kippen. Du kannst ganz, ganz viel machen, um aus deinem alten Muster auszusteigen. Das Einzige, was du eigentlich machen musst, ist, nicht sofort zu reagieren, einen Moment innezuhalten, den Gedanken, diesen ersten Impuls unterdrücken und kurz überlegen, was wäre, wenn ich jetzt was anderes mache? Und dann lass dich überraschen. Viel Spaß beim Ausprobieren.